Das wäre so. In einer Gemeinde hatten sie eine, die schon 6 uehelige Gofen hatte. Das war Babette. Und dann ist dann im Dorf wieder rumgeschwätzt worden, Babette sei schon wieder in Erwartung. Und dann hat der Gemeinderat den Beschluss gefasst und gesagt, so geht es nicht mehr weiter. Jetzt muss die Babette einmal vor den Gemeinderat kommen, deren müssen wir mal zünftig Meinung sagen. Sie haben sie dann zitiert von dem Gemeinderat und die Babette ist auch gekommen. Und der Hauptmann hat sie begrüßt und gesagt, so Babette, wie geht's deinen Gofen? Du sagst, ja, nicht so bös. Dein hat gerade jetzt ein bisschen Husten. Bei uns im Rathaus ist der mal einer zum Hauptmann gejammert und gesagt, ja, er weiß fast nicht mehr, wie er es machen muss. Einfach halt zu wenig Geld, er verdiene ich auch zu wenig. Wenn ich könnte ein bisschen von der Gemeinde ein bisschen Unterstützung haben. Dann hat dann der Hauptmann gesagt, ja guter Mann, das geht nicht so einfach. Ihr müsst halt mehr werken, dann kommt auch mehr Geld rein. Mal ein bisschen mehr Hand anlegen. Von der Gemeinde gibt es nichts. Da meinte dann Herr Hauptmann, wenn ihr meinen Geldsickel hättet und ihr euren Verstand, dann wäret mir zwei arme Teufel. In den Gemeinden, hier in unserer Strafanstalt, hat der Chef, der Direktor, eines Tages zum Wärter gesagt, du, morgen muss denn alles picobello sauber sein bei uns. Weißt du, morgen kommt der Justizdirektor. Da meint der Wärter, so, haben sie jetzt den endlich auch einmal verwischt. Ich habe noch eins von unserer Gemeindebehörde, die es vor vielen Jahren einmal die Lehrer besoldigen neu ansetzen. Sie waren ein bisschen tief. Und dann war das eben ein Traktandum im Gemeinderat, Lehrerbesoldungen. Und der Gemeindeobmann hat dann gerade so am Anfang an schon gesagt, er würde mal den Antrag stellen, dass wir alle zusammen einen Viertel lupfen würden. Dann hat er dann aufgehoben. Und gesagt, Herr Hauptmann, ein Viertel dunkt mir jetzt schon ein bisschen viel. Ich würde meinen, ein Drittel würde auch lange. 3 sind von der Höchalp gekommen. Wunderbare Tour gemacht, die Höchalp oben. Dann sind die Sonne schon auf dem Bahnhof gestanden. Der Zug ist bald gekommen. Dann schaut auf die Tour und sagt, er geht rein, ein paar Minuten haben wir noch Zeit. Wenn wir nicht die Serie noch etwas essen. Und dann haben die anderen gesagt, ja, das ist eine gute Idee, das machen wir. Und dann sagt er zu ihm, du, ganz schnell telefonieren. Du, sie Söcksli anrufen. Weißt du, im Möcksli gibt es so verdammt gute Portionen Hirne. Gang Leute mal schnell an. Und dann ist er eben in die Telefonkabine die Nummer gesucht und da noch im Rädchen eingestellt. Und dann ist dann eine Fräulein gekommen und hat gesagt, ja, da ist er. Sagt er, lass uns mal, Fräulein, wir sind hier zunächst auf dem Bahnhof und könnten gerne noch 2 Jahre Hirne essen. Dann noch 3 Portionen Hirne richten. Wir können etwa in einer halben Stunde. Da sagt der Fräulein, sie guter Mann. Da sind sie falsch verbunden. Da ist Kantonskanzlei. Wir haben kein Hirni. Und noch wegen der Gemeinde nochmal, ist dann eben verurteilt worden, zum 3 Monate abhocken. Und dann haben sie geschickt, go büscheln in den Wald raus. Und dann müssen eben anfangen zu büscheln. Und dann kommt einmal da der Aufseher zu einem Musik. Und da hat er ein Büscheli gemacht und hockt schön eben den Büscheli-Back auf dem Boden an. Da hat er einen abpfiff und gesagt, ein fauler Kaib, wo Mensch denn hat, du kannst da gar nichts tun. Da sagt er, ich bin verurteilt worden für 3 Monate zum Abhocken und nicht zum Büscheln. Auf einem Bauernhof, das war im letzten Krieg, ist der mal einer gekommen, hat sich dem vorgestellt, der kommt da von der Gemeinde. Er muss mal ein bisschen Kontrolle machen, was die Bauernfrauen den Händen alles für Futter geben. Dann hat eben der Bauer gefragt, was ich denn den Händen futtere. Da sagt sie, ja, ich gebe ihnen ein bisschen Mais und ein bisschen Gersten und ein bisschen, ja, Haber und einfach gerade, was wir haben. Da sagt sie, gute Frau, wissen Sie nicht, dass alles rationiert ist? Da gibt ein Bus, 3 Franken pro Hin. Hat dann die Hennen zählt und mal 3 Franken eingezogen. Dann ist er wieder ab. Und dann ist die Frau, die Bäuerin, schnell einmal zu den Nachbäuerin über und gesagt, du, kommt denn hin? Kommt denn hin da von der Gemeinde Kontrolle machen wegen dem Hennenfutter?
Dann musste ich 3 Franken zahlen pro Hände. Und dann die andere Woche kam der Kontrolleur eben zu dieser Nachbüre und sagte, er müsse da fragen, er will mal wissen, was sie den Händen zu fressen gibt. Und sagt, ja, ich gebe einmal jeder 3 Franken, dann können sie fressen, was sie wollen. Dann hat einmal Polizist gesagt. Also mal, Polizist. Dann haben wir Polizist auch sagen, Kamel. Der sagt, ja, aber wahrscheinlich. Da würde ihm gerade noch fehlen. Du meinst, ja, und einmal Kamel, Polizist. Der sagt, ja, selbst ist mir wieder gleich. Der sagt, also, dann auch die Polizist. Ja, dann sollen sie dann einmal unsere Appenzeller-Truppe im Kanton Genf gewesen, Militär. Sie wollten hier den Ostschweizer mal ein bisschen die Westschweiz zeigen. Und dann hat dann eben ein, wo ein paar Tage Dinge waren, einen Urlaub gesucht gemacht. Hätte gerne Urlaub, ist dann aufs Kompaniebüro. Dann fragt der Kompaniekommandant, ja, wie lange willst du den Urlaub? Da sagt er, ja, 2 Tage. Sagt er, was ist denn für ein Grund? Sagt er, ja, freudiges Ereignis. Heute hat man zu einem ja freudiges Ereignis. Mit 2 Tagen da von Genf ins Appenzellerland und wieder retour. Hast du ja gar keine Zeit, um das freudige Ereignis ein bisschen recht zu feiern. Machen wir 3 Tage. Dann ist der 3 Tage bei Urlaub gewesen. Nach 3 Tagen ist er wieder zurückgekommen in die Einheit. Dann fragt er, da hat man, du bist gewesen. Ist ein Bub oder ein Mädchen? Du sagst, ja, sie kommt den ersten 9 Monate aus. Ja, jetzt noch wegen dem Gemeinderat. Da mussten die Schüler einen Aufsatz machen, wo im Dorf gerade ein Turmfest war. Am anderen Tag hat der Lehrer gesagt, sie könnten einen Aufsatz schreiben über das Turmfest. Ist gerade gleich, wann er schreibt. Und dann hat er geschrieben, der Festumzug. Gestern war bei uns Turnfest. Sie machten einen Festumzug. Zuvorderst marschierte der Gemeinderat. Dann kamen 7 Jungfrauen. Auf dem Rückweg war das nicht mehr der Fall. Ja. Der Feldwebel hat dann alle so eine verdammte Moderkeit, einfach all den Soldaten so schlötterlich angehängt. Er hat einmal gerufen: Linke Hager, ihr seid ein Naff. Sagt der linke Hager, wie lange muss man raff sein, bis man Feldwebel wird? Und man weiss ja auch im Dienst, dass man Notration nicht essen darf. Da wissen die Männer besser als die Frauen. Die Notration muss man behalten. Jetzt hier in der Manöver hockt ein Soldat am Rähli oben und isst eben die Notration. Da kommt gerade der Leutnant dazu. Und pieft ihn an und sagt, wissen die noch nicht, dass man die Jäger Notration nicht essen darf? Dann sagt er, ja, das ist nicht meine. Die habe ich gefunden. Fragt die Leute noch, wo haben die denn eure? Dann sagt er, ja, die habe ich verloren. Die Polizei hat ein Telefon bekommen. Da sind 2 ältere Jumpern an einem Ort daheim und die haben allmorgen, ich bin bei denen auf der anderen Seite von der Straße Fenster aufgegangen und dann ist ein junger Post da nackt am Fenster gestanden und hat sich gewaschen. Dann haben dann die 2 Jungfer einmal gesagt, jetzt müssen wir mal der Polizei anrufen. Das ist ja Schule allmorgen. Und dann hat dann der Polizist gesagt, ja, das ist doch nicht so Schule. Denke ich auch einmal. Das ist ja schön, wenn sich der am offenen Fenster da gründlich wäscht. Und dann haben sie aber gesagt, nein, nein, sie will jetzt mal, dass er mal schauen kann, da müssen wir abstellen. Dann ist er am anderen Tag eben auch morgen um 7:30 da gewesen und hat dann den jungen Mann am offenen Fenster gesehen. Und dann sagt er, ja, 2 gute Frauen, das ist doch nicht zur Schule. Man sieht ja gerade den Oberkörper. Dann sagt er, ja, 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 das stimmt schon, aber stehen Sie mal auf die Kommoden rauf.